Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Dommer dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an UW Affinity gegen Lands. UW Affinity hier, glaube ich, ein bisschen hinten dran, weil es ein Creature-Based Beatdown-Deck ist gegen Lands, die ja genau darauf ausgelegt sind, Kreaturen zu kontrollieren, Non-Lands zu kontrollieren, Non-Standard-Lands zu kontrollieren. Das ist die Frage, hat UW Affinity überhaupt ein Basic drin? 3 bis 4 Stück. Ja. Alles Ebenen. Aber ja, im Endeffekt ist hier wirklich die Frage, wer schneller ist. Aber hier kann halt UW Affinity auch schnell sein. Ich sehe auf jeden Fall noch einen Moxopal auf der Hand. Noch ein Moxopal auf der Hand, das ist Legendary. Ja, da wird doch, glaube ich, drauf hingewiesen. Ja, dann wird nochmal kurz zurück auf die Hand genommen. Okay. UW Affinity hier, wie gesagt, ein bisschen in Brand. Ich habe es neulich ja auch schon mal vorgestellt und gespielt gehabt. Das lief ganz gut. Ich mag das Deck tatsächlich sehr. Die Frage ist wirklich, was man gegen Lands machen kann. Schnell sein. Du musst hier wirklich, wirklich schnell sein. Da ist eine Sabas. Modular 1. Yes. Und ich sehe noch einen. Ist das ein? Ja, das ist ein Esper Sentinel. Der ist schön. Ja. In dem Sketchart. Genau. Ganz, ganz viele sind Sketchart, Full Art, Hauptsache anderes Art, außer Normalart, tatsächlich in diesem UW Affinity. Ja, ist halt auch so ein Deck, was vollgestopft ist mit Modern Horizons 2 Karten. Yes. Lance hat aber auch eine Modern Horizons 2 Karte bekommen, tatsächlich. Wenn sie sie denn spielen. Endurance? Auch. Stimmt, sie haben mehrere bekommen. Aber ja, wie Maya. Ach, stimmt. Einfach nur, weil es halt jetzt kein Urborg mehr spielen muss. Der grüne Urborg. Genau, der grüne Urborg, der hier natürlich auch ziemlich, ziemlich cool ist für Fast-Combo-Sachen. Ich weiß nicht, ob man ihn aktiv wirklich spielt, aber er ist auf jeden Fall schlecht. Hier, oh ja, sehr, 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 sehr cool. Mal um ein Land mehr zu droppen. Ist die Frage, ob man hier wirklich Wasteland, ich glaube, das ist fast nicht. Das lohnt sich noch nicht. Wenn der Mox nicht online wäre, dann ja. Ja, oder dadurch abgeschaltet würde. Ja. Dann ja, aber so. Ich meine, er kennt eine Handkarte durch den zweiten Mox auf der Hand. Mhm. 3 Handkarten hat's noch. Wann triggert der Esper Sentinel? Eigentlich jetzt. Ah, okay, also verpennt. Ja, ja, genau. Da wird nochmal darauf hingewiesen, dass dann da eine Karte ziehen muss. Es ist aber eigentlich ein May-Trigger, den man vergessen hat. Ah. Hier sieht man wunderschön den Nachteil von diesen Sleeves, die so seitlich gedreht sind. Ja, der hat sich gerade rumgedreht. Ne? Ja, man weiß halt nicht, wie rum sie wirklich gehören, weil sie halt quer liegen und doof liegen. Ja, ich finde die irgendwie... Ja, hier ist, glaube ich, wirklich die Überlegung, ob man Wasteland nicht einfach no. Ja, sehe ich ähnlich. So, ich jetzt auch anders. Zieht man eine Karte. Da sehen wir eine weiße Ancient Den noch. Also ein farbloses Ancient Den, die weißes produziert, so ist es richtig. Mhm. 3 Mana, 5 Artefakte, das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Jetzt muss halt irgendwas kommen, eigentlich. Aber eigentlich. Beat für 2. Das ist nicht das, was man haben möchte. Ne, so eine Nettlecyst wäre jetzt geil. Nettlecyst wäre cool oder halt auch irgendwas. Aber das. Okay. Ja, hat zumindest Reach. Hat zumindest Reach, ist 3-3. Dadurch aus Punishing Fire Range raus. Ist aber, glaube ich, so eins der schwächsten Sachen, die du in diesem Fall haben kannst, gerade. Ja, wahrscheinlich. Ja, dann, ja, Punching Fireland. Ja, wird erklärt. Ja. Der Affinity-Spieler hier in Legacy Neuling. Richtig, richtig. Da haben wir aber in letzter Zeit ein paar mehr gehabt, tatsächlich. Ich freue mich darüber, tatsächlich. Ja, wohl nicht darüber gedacht. Oh, Double Wasteland ist natürlich schon wieder. Plus Punishing Fire auf eins der Dudes. Hey, das ist natürlich lecker. Das ist schon... Achso, man hat kein Land mehr, hat aber noch einen Landdrop offen. Nee. So. Double Wasteland und... Nee, man hat 4 Länder, Runde 2. Stimmt. Was aber der Punkt ist, ist, man kann hier jetzt halt einfach was schießen, eigentlich. Farblos. Rotation, gevalued. Gibt man hier schon für einen... Nee, Maritlage kriegst du doch hier Tabernakel. Niemals zusammen. Tabernakel ist natürlich richtig nice. Vor allem, wenn du dann anfängst zu Wasteland. Ja. Hat ein Loam auf der Hand? Ja, da ist die. Dann ist doch klar, wie der Hase läuft. Ja, ich würde ja wahrscheinlich einfach mein eigenes Land wegtraden. Wahrscheinlich das Duel. Jo. Und würde dann wahrscheinlich Tabernakel machen, würde dann Double Wasteland machen und sagen, mach mal, hab mal Spaß mit deinem Leben. Jo, dann kann man eine Kreatur bezahlen und das war's.
Hier wird ganz viel hin und her getappt. Ich glaube, jetzt wird es aber, glaube ich, auch genauso gemacht. Ja. Ja. Das wird geopfert, Tabernakel wird gesucht. Mhm. Genau. Ja. Darf man noch eine Karte ziehen? Sein Leben den Mana mehr bezahlen, das kann man hier bezahlen. Das kann man hier einfach bezahlen. Ja, du willst auch nicht, dass der Gegner dann genau da ein Land mit nachzieht. Nee, und vor allem willst du hier nicht das zweite Ding wirklich spielen, das ist halt Quatsch. Sie. Also hier wird auf jeden Fall bezahlt. Ja, genau. Sehe ich genauso. Ist eine farblose, kriegst du auch kein Leben. Genau, genau. Und dann geht man halt ins Tabernakel. Ja. Ach, so eine schöne Karte. Oh, hier sind die Karten verkehrt rum drin. Oh, 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 wenn das der Judge gesehen hätte. Ja, habe ich nicht gesehen. Und es sind ja auch und es werden auch einfach gebleiben. Sie bleiben jetzt einfach auch andersrum. Wo ist das Tabernakel? Da ist das Tabernakel. Man sieht ja, dass es random ist. Ja, natürlich. Also wenn jetzt, okay, beim Lens wäre jetzt natürlich echt der Gimp-Move, wenn das nur die Länder wären. Das wäre. Ja, Tabernakel, eins der teuersten Länder. Nee, das teuerste Land. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob eins von den Ländern, die in Vintage Alpha gespielt Duels. Werden. Alpha Duels. Ja, Alpha Duels, hier. Und die anderen, selbst der City of Bagdad, nicht City of Bagdad. Bazaar of Bagdad und so weiter, sind, glaube ich, immer noch nicht teuer wie Tabernakel. Tabernakel ist da schon ganz weit oben. Wow. Aber ja, ich liebe das Land, es ist wunderschön, es ist leider viel zu teuer. Und warum wurde hier nicht gedouble wastelandet? Ist das noch Commander legal? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe nie drüber nachgedacht. Ich glaube aber nicht. Und wenn doch, nice. Warum wird hier das zweite Wasteland nicht gezockt? Das verstehe ich. Ah, weil du sonst nächste Runde kein Lump spielen kannst. Ja, ist doch egal. Ist doch egal. Hier könnte man jetzt hingehen, könnte ganz lustige Interaktion machen. Man könnte für die beiden Kreaturen zahlen, die genau, nicht Sabas sind. Sabas macht Modular. Modular legt eine +1/+1 Marke auf den Sentinel. Yes. Yes. Triggert Sabas dann nicht mit 2 Marken? Nein. Sabas sieht sich selber nicht zwar sterben, sieht sich aber nicht selber triggern. Weil als Modular triggert, hat sie schon keinen Effekt mehr. Ach, stimmt. Ja, ja, stimmt. Dann ist sie schon im Friedhof. Genau. Dann geht man hier hauen für 5. Jo. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, wer es noch nicht aufgefallen ist, wir haben hier in diesem Turnier ganz hart gefällt. Also ich habe ganz hart gefällt. Ich habe die Würfel daheim vergessen, wodurch wir jetzt nachträglich dieses wunderschöne Live-Pad hier einblenden. Yep. Und ja, nehmt es uns nicht böse. Mm. Es ist schon ganz okay, dass wir das haben. Ja, seht ihr genauso? Finde ich gut. So können wir mal die ganze Pracht dieser Companion-App sehen. Ja, diese Companion-App, wofür sie gut ist. So, Double Land, dann kommt das Wasteland. Ja, das kannst du auch direkt zum Schmeißen in den Friedhof, ja. Das Ding. Ja. Das ist jetzt natürlich auf das ist slowly but surely richtig schlimm. Vor allem, weil es jetzt Double oder auch Triple Wastelands werden ab nächste Runde. Hm. Und man da eh nicht mehr rauskommt. Da kommt noch ein Dark Doof. Das ist natürlich echt schön. Ja, aber damit wünscht man sich doch das Crop Rotation zurück. Hat der gerade? Achso, der hat ja noch die Exploration. Der kann jetzt 3 Länder. 3 Länder machen, jawohl. Jawohl. Und wie es aussieht, hat der Uwe Affinity Spieler hier kein weiteres Land. Macht natürlich den Wasteland Lock nutzlos, was sehr schön ist. Ja, das stimmt. Aber jetzt in der Abgabe muss man erstmal überlegen, wofür man zahlt. Yes. Ich würde hier wahrscheinlich für die 3-3 Schlange zahlen, aber das liegt auch daran, dass ich weiß, dass der Gitter Punching Fire spielt. Ja. Wenn man jetzt nicht weiß, dass das Lands Punishing Fire spielt, behält man vielleicht den, aber ne. Ne, da geht hier mal die Schlange. Ja. Der Draw. Ja, sind halt jetzt das auch. Das ist ein Nettlesist. Aber man hat keinen Mana mehr. Yes, aber gut, auf der anderen Seite, Nettlesist wäre jetzt auch sehr, sehr schwach geworden mittlerweile. Ja, stimmt. Die wäre halt die Runde davor oder am Anfang, die zweite Runde wäre die halt Bombe gewesen. Hatte mal 2 Artefakte, hatte mal 5 Artefakte liegen. Boah. 6 Artefakte sogar. 6 Artefakte liegen und hätte wirklich Power machen können. Und hätte dann somit auch schon 5 oder 6 Damage mehr geschossen und hätte da eine ganz andere Position. Hier hat man. Ja, okay. Okay. Dann das ist Dark Doof. Man kann sich eine Runde retten, indem man. Nö. Reach. Nö. Man kann den nicht bezahlen. Man kann den nicht mehr bezahlen. Man hat kein Metalcraft. Oh yeah, man hat kein Land mehr, man hat nichts mehr. Das ist. Over. Das ist rum. Selbst Caracas hilft jetzt nicht mehr. Nee. Weil Wasteland noch lag. Ja. Ja.
Dann kommt hier. Ist Caracas im Mainboard? Ja. Das ist Caracas im Mainboard, drei Ebenen, ein Caracas. Das ist ja genau meine Liste gewesen. Shoutout an Wizards. Caracas könnt ihr gerne mal als Full Art drucken. Gibt's doch. Meine ich, als Boxtopper. Als Boxtopper? Oh, da muss ich mal gucken. Aber glaube ich nur in Voll. Ich meine, gibt's als Boxtopper in Ultimate Masters. Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwer wird mir das bestimmt schon lange in die Kommentare geschrieben haben. Ja, schöner Marit-Lage-Token. Rückseite einer Sleeve. Wahrscheinlich eine Sideboard-Karte. Da hat man noch nicht mal. Ja, und dann geht man hauen. Geht man, halt. Dann geht der Gegner man muss auf ein zweimal Leben. Hauen. Genau, Gegner geht auf ein Leben. Und dann geht Punching Fire ins Gesicht und tot. Ja. Es muss jetzt noch gemacht werden, jawohl. Tadam. Genau, ja. Sideboard-mäßig. Ja, viel Hate-Pieces bei. Affinity kann auf jeden Fall Swords reinnehmen. Affinity kann Top of Unreal, je nachdem, ob es Main oder Sideboard gespielt wird, reinnehmen. Affinity kann. Boah, eine Menge. Eine Menge noch. Du kannst auch Disenchants reinnehmen. Ja, aber Master glaube ich nicht. Lens, bin ich mir nicht sicher, ob Lens überhaupt was boarden kann oder möchte. Weil das Mainboard von Lens ist schon sehr, sehr, sehr gut dagegen aufgestellt. Boah, vielleicht ein bisschen Artifact Removal, das war's. Ja, das stimmt. Stimmt, Affinity hätte auch noch Surgical Extractions. Gegen den Marit Lage. Ja, Marit Lage und oder Life and Loam oder ähnliches. Ja. Das wäre schon nicht schlecht. Aber die Frage ist, wie viel kannst du rausboarden? Weil da sehe ich halt nicht so viel. Ich sehe halt bei Lance schon Mace, ne? Da freut sich schon. Mhm. Ein kleinen Dackel. Das ist vom Kanonisten raus. Erste Runde Ursachsager. Okay. Mhm. Das ist kein guter Start. Ne, und dann kommt vor allen Dingen nichts dabei. Richtig, eigentlich, vor allem kommt dabei jetzt gleich kein Token bei rum. Nächste Runde. Also eigentlich versuchst du immer erste Runde nicht Ursachsager zu spielen. Hat man nicht die. Man hat Ancient Tombs drin. Genau. Vielleicht vier Ancient Tombs. Noch, aber das ist dann halt auch irgendwie Turn 2 nur ein 1-1er zu machen, ist halt auch. Ja, oder. Ja, wird einfach das. Wastelandet. Auch hier die Ursachsager zu sketched Art. Force of Vigor kann. Ja, Force of Vigor kann richtig hart hitten. Ja, stimmt. Jetzt mit den Ursachsagas, Spoiler-Alarm, yes. Das sind Enchantments. Yes, das kann richtig hart hitten. Habe ich auch schon erlebt im Texas. Erste Runde Fiole, zweite Runde Ursachsaga, go. War nicht geil. ja, Artefaktland, go. Also hier ist anscheinend wirklich nichts für einen Mana oder so unterwegs. Uff. Was kein guter Start für UW Affinity ist. Normalerweise willst du in der ersten Runde immer ein, zwei Sachen legen oder manchmal auch mehr. Ja, Minimum, so Esper Sentinel zum Beispiel, wäre halt richtig gut. Ja, aber in der zweiten Runde kommt halt immer was. Das sind Ancient Tombs oder Wastelands? Ancient Tombs sind das. Ancient Tombs. Yes, zwei Damage. Ja. Für drei Mana Nettles ist. Sai, sehr, sehr cool. Der macht fliegt mit Schotter. Und ist 1-4, damit sehr, sehr, sehr stabil. Mhm. Und solange der Gegner kein Caracas hat, ist das auch eine ziemlich, ziemlich gute Karte. Jetzt ist die Frage, was hatte Lance eben auf der Hand und hat das Caracas kann man relativ einfach tutoren. Ja, er hat auf jeden Fall einen Crop Rotation auf der Hand. Ist halt die Frage, ob man jetzt auf die Crop Rotation geht. Crop Rotation, dann einen Caracas Bounce macht, hätte man End of Turn machen können, denke ich. Jo. Ich denke, das wäre fair und okay gewesen. Weil das kann jetzt ein bisschen ärgerlicher werden. Ja, vor allem kann das jetzt was dauern, das Ganze. Ja gut, das ist ja jetzt erstmal nicht schlimm. Favored halt Lance. Umso länger das Spiel geht, umso mehr ist Lance im Favor. Ja, ja, irgendwann hat man dieselbe Situation wie gerade eben, Richtig, einer hat Board voll und der andere hat Board leer. Zwei Mana. Ist die Frage, nee, ein Mana Crop Rotation. Man muss hier, glaube ich, das hätte man End of Turn schon machen können. Man hatte das Duel schon auf der Hand. Wenn man jetzt auf Caracas geht, ja, da ist es. Macht man wirklich Caracas? Ja, warum nicht? Ja, es gibt keinen Grund, das nicht. Man kann porten für das Ancient Tomb, weil man ja gesehen hat, dass der Gegner mit einem Mana nicht klarkommt. Aber ich denke nicht, dass man das wirklich macht. Naja, glaube ich auch nicht. Ich denke, du willst okay, so zwingt man halt den Gegner auch dazu, nach und nach den immer wieder auszuspielen und der kostet dann halt immer noch Leben. Ja, genau. Aber man hat eben auch Artefakte dabei, die man jetzt immer wieder benutzen kann. Also wenn da jetzt ein Einmal-Artefakt dabei kommt, ist das schon gut.
Ja, da ist jetzt generell die Frage, man sieht jetzt noch eine Sitz der Synode. The Sworn Canonist habe ich gesehen und ich glaube eine Ursachsage. Beim Landspieler sind halt tatsächlich mit Punishing Fire, mit, und zwar beide Teile, Maze, Loam und diese komische Verzauberung aus ja, Innistrad. Landfall. Bei Landfall, du exilierst die oberste Karte und kannst die spielen oder Schaden schießen. Und ja, ja, hier geht man wieder in die drei Mana. Zwei Damage sei. Und jetzt ist die Frage, ob man für einmal was hat. Das ist Sentinel. Yes, sehr, sehr, sehr cool. Damit kriegt man 1-1 Top da. Ja, der Gegner muss, man kann wahrscheinlich eine Karte ziehen. Das ist ein cooler Top da. Was soll das darstellen? Ein Top da. Das sieht irgendwie aus wie ein Pokémon. Ja. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr cool. Ich finde es auch witzig. Ja. Maze. Weiß ich noch nicht mal. Ich würde hier Punishing Fire Ding legen, würde Punishing Fire. Jo, nach Punishing Fire Regel. Ja. Und dann halt sei immer wieder bouncen, damit er Leben verliert und halt nichts weitermachen kann. Er kommt halt so schnell auch nicht über 20 Leben, selbst wenn man das Punishing Fire ein paar Mal auf die Hand nimmt. Er macht sich immer wieder Schaden mit dem Engine Room. Mhm. Deswegen, das ist schon ganz okay. Ja. Auf der anderen Seite, wenn UW Affinity jetzt so langsam sicher anfangen kann, Mana zu storen und halt immer wieder Dinge in den Sai reinwirft, kann das halt auch wirklich schön dazu führen, dass man hier einfach anfängt, das Spiel zu übernehmen. Ja, ganz viele Top da und ja. Okay, macht man einfach gar nichts. Nicht mal im Bounce. Ha. Das ist noch ein Engine Doom. Ja, wahrscheinlich, weil man Punishing Fire Plus auf die Hand nehmen haben will. Boah. Das sind jetzt halt auch nur drei Schaden, ne? Ja. Bounce. Nice. Dieser Skill. Ja, okay, so hat man halt den einen Schaden verhindert. Ja. Ja gut, ob man das jetzt in seinem Zug macht oder im Gegnerzug. Ja, ist das halt ein bisschen risky, ist, ne? Wenn der Gegner halt jetzt halt einfach was gespielt hätte, bevor er angegriffen hätte, hätte er einfach eine Menge Top da haben können. Ja, ja, zumindest einen. Ja, mindestens einen. Und das wäre halt schon gut. Und ja. Nochmal zwei. Engine Room, zwei Damage. Alles legal, alles super. Gegner hat dann auch zwei Damage bekommen. Yes. Ja, und dann für zwei. Das war ein Canonist. Das war, auf den könnte man noch reagieren mit einem Punishing Fire. Ja, aber hier kriegt man erstmal einfach noch einen Top da. Stimmt, der Trigger kommt. Mehr von diesen Top da. Puh. Mittlerweile sind es halt schon wieder 6, 7 Damage auf dem Board, oder? 6 Damage, 6 Damage auf dem Board. 4, 5, 6, ja. Das ist schon ziemlich gut. Das ist schon echt nicht wenig. Hier muss man dann schon langsam anfangen. Du überlegst, dass Lance einfach nur drei Länder hat. Ja. Das sieht halt so mickrig aus. Für ein Deck, das normalerweise das Board voll mit Zeug hat. Ja, das ist ein Mox. Mox könnte das Maze discarden. Ja. Und könnte dann Life in the Loam spielen, um was wiederzuholen. Ja, Wasteland. Das sieht nicht gut aus. Könnte dann Wasteland rausholen. Man hat halt noch 18 Leben. Man könnte den Gegner vom Weiß abzwacken. Oder von Doppelmana für Sai. Mhm. Wenn man ihm beide Länder weg, also dass das Engine Doom wegnimmt. Ja. Und auf jeden Fall erstmal das Loam, ja, auf Loam. Jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, das Karakas lässt mal offen. Oder auch nicht. Ja, drei Targets hat man ja auch nur. Ja. Landdrop hat man auch nicht, ne. Nee, man hatte nur den Mox gedroppt. Ja. Das wäre krank. Ja, das wäre sick. Ja, genau, Maze noch kurz erklärt, ist in diesem Matchup sehr, sehr gut, aber aktuell sehr, sehr irrelevant. Ja, wenn halt ein Heavy Beater liegen würde und der nicht in die Breite gehen würde, wäre es was ganz anderes. Ja, aber das passiert ja auch hin und wieder mal mit den Ursa-Token und so weiter und so fort. Also ist schon regelmäßig so. Nettlezyst, auch sehr, sehr krasse Karte. Der Ravenger kann sehr groß werden. Ja, genau. Das ist schon nicht schlecht. Genau, hier gibt man jetzt einfach Wasteland. Go? Ja, Gegner hat keine Karte gezogen durch den Nettlezyst. Nee. Das war auf jeden Fall wieder vergessen. Nee, man konnte gar nicht Punishing Fire danach machen, weil man hat ja schon Spell gespielt. Stimmt. Ja, dementsprechend muss man das mit dazu machen. Ja, okay, dann kannst du halt End of Turn gerade einfach den Dings abräumen und dann
Oder im Angriff halt. Ich verstehe halt jetzt nur nicht, wenn man jetzt nicht Wastelandet oder gewastelandet hat oder so, warum man dann das Karakas getappt hat. Ja, das stimmt. Da hätte man... Ich ziehe mal wie viel Karten? Zwei. Ein Mana, zwei, zwei Flieger, der einen 1-1 Flieger mitbringt und eine Karte zieht. Ja, 1-1 Flieger, dank Sai. Aber das trotzdem, ist schon... Das ist schon, schon gut. Das jetzt gut. Liegt da mittlerweile richtig viel auf dem Board. Ne? Jetzt ja. Muss man so langsam ein Tabernakel her. Ja, aber... Oh, da ist eine Crop Rotation. Mhm. Das ist gut. Da wäre ich schon längst auf die Crop Rotation gegangen. Ich würde es End of Turn machen. Achso, ja, für den Spell. Ich jetzt noch Punishing feiern. Ja, Punishing feiern. Dann. Boah, was Punishing feiert man hier? Ich würde da den Elder Sworn nehmen. Du musst den Elder Sworn nehmen, sonst darfst du nicht Crop Rotation spielen. Das bezahlt einen mehr. Aha. Gut, dann so. Dann sind es 5 Damage. 13, 14. Hm. Das ist jetzt natürlich. Oh, zwei Karten. Was ist auf der Hand? Kann man Disenchant ist auf der Hand. Disenchant, da ist auch noch ein. Zieh zwei Karten. Ein weiterer, ja. Und hier ist für 3 Mana. 4, oder? 4 Mana. Da hätte ich wahrscheinlich sogar eher noch den Thought Monitor gespielt, um mehr Karten zu ziehen, um mehr zu tun. Ja. Hatte man dann lieber den Thought Monitor und den für 3 zu machen. Also das wäre, glaube ich, besser gewesen. Hätte man plus einen Angriff gehabt. Ja, stimmt. Stimmt sogar. Den Thought Monitor plus, man hätte ja noch Zeug gezogen. Da hätte man sogar noch eine Netlist spielen können. Richtig. Hier wird gedredged. Einmal Dreck. Ja, gar nicht mal so schlecht. Nee, Ghostquarter. Boah, hier hat man fast schon Marillage, aber Marillage bringt einem halt aktuell gar nichts. Nee, da ist man zu schnell tot und zu viele Topter. Viel zu viele Topter. Und also die können ja alle fliegen. Vor allem einmal Reach, einmal Earn, fünfmal Flying. Yes. Das macht Spaß, habe ich gehört. Ja, vor allem, weil die Flying ja noch eine Farbe haben, die kann man ja Schutz vor Farben geben, klar. Auch wenn Lance das eigentlich nicht spielt. Aber farblos kannst du halt immer noch nicht wegkriegen. Ja, stimmt, du kannst ja die Steppe spielen. Genau. Steppe, die dann Schutz vor einer Farbe deiner Wahl gibt. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Ja, da kann man jetzt das Mace legen. Da kann man den 4-4er mit rausnehmen. Ja. Aber hier Crop rotatet man noch alle Zeit der Welt das Mace einfach weg für... Nee, man kann das nicht Crop Rotation. Ja. Ja, dann Crop Rotation für Tabernacle. Yes, und Wasteland. Ja. Bitte Wasteland. Und dann behält man 3, dann macht der Gegner 8 Damage. Mhm. Minus 4 sind 4 Damage. Das schon. Ja, da wird schon weggelegt. Ja. Das ist halt, aber Tabernakel ist halt echt eine miese Socke. Aber im UW Affinity kannst du halt leider keine wirklichen Wasteland spielen. Das geht leider nicht. Ja, du hast auch nichts, womit du sowas unterbinden kannst, ne? Ja, Wasteland. Das kannst du halt echt nicht spielen. Ja, dann zahlen wir für 3. 3 wären hier... Sei... Nee, Sei ist Quatsch. Stimmt. Sei ist Quatsch wegen Karakas und wegen Ding. Du behältst hier den Ethersworn Thought Monitor und den 4-4er. Boah, du gehst halt jetzt für 8 kloppen. Nee, für 4. Du gehst leider nur für 4 kloppen. Aber hast dann, wenn du noch eine Insel hast, noch einen Thought Monitor, der dir 2 Karten zieht, der dir vielleicht noch einen Mox gibt, der wo du vielleicht dich langsam aufbauen kannst vom Mana her. Jo. Weil das Problem wird sein, nächste Runde wird halt ein Wasteland kommen. Definitiv. Und dann wird es wieder schwer. Mhm. Wie gesagt, wichtig ist halt hier, dass jetzt nicht der Sai gewählt wird. Wird der Sai gewählt? Ja, das war ein Fehler. Da lässt man einfach einen Schaden liegen. Minimum. Ja, vor allem mit Karakas. Jo. Also das war einfach ein Missplay. Ja, before Draw. Ja, before Draw, den auf die Hand, dann hätte man den Thought Monitor wählen müssen. Jawohl. Ja. Merkt man halt, Anfänger, Legacy, gerade was Karakas, gerade die Interaktion mit Ländern. Ja. In so ziemlich allen anderen Formaten sind Länder meistens nur Mana-Produzenten und haben hin und wieder mal so einen Effekt wie Draw a Card oder Search your Library for. Das war's. Im Legacy ist es halt wirklich so, dass Länder so viele unterschiedliche Dinge tun und so wichtig sind. Ja, die sind richtige Ressourcen. Ja.
Genau, das ist halt etwas, was tatsächlich ganz, ganz viele Anfänger am Legacy sehr hart unterschätzen. Dann kommen da noch zwei oder kommt da noch ein Punishing Fire? Ja, kriegst ein Leben, Punishing Fire zieht auf die Hand. Kriegt ein Leben, da gehen zwei weg. Yes. 11 zu 13. Ja, da wird noch der Parsis erklärt mit dem Die Hand zurücknehmen. Tritchman hier? Nee. Hat ja fast alles. Ja, vor allem ist man relativ nah an Stuff dran. Ja, Dinge tun ist schon gut. Das ist jetzt halt schon echt. Ja, vor allem dreht man es jetzt halt langsam. Also, da geht der, dann Life and Alone, Wasteland, den Typen, lass den Gegner bezahlen. Punching Fire, den Anderson-Kanonisten. Das dreht sich gerade ziemlich hart. Lässt man jetzt das Caracas extra offen? Nee, es gibt außer Sai und Emry nichts, was da relevant ist. Und es ist eine Emry und zwei Sai. Du hast jetzt schon zwei Schaden liegen lassen, weil du den einen Fort-Monitor geopfert hast. Das heißt, der wäre jetzt auf 9. Ja. Der Lance-Spieler. Nee, so, und dann auf 7. Danach dann auf 5. Da wird gewastelt. Er kann halt schon auch schon froh sein, dass noch keine Exploration lief. Genau, keine Exploration. Auf der anderen Seite aber auch keine Ebene oder normale Basics oder irgendwas an Ländern, die relevant sind für OW Affinity. Und auch kein Mox. Ja. Das ist ein bisschen schade. Hier nimmt man wahrscheinlich das Blaue und die Ebene. Okay. Interessant. Aha. Interessante Wahl. Wahrscheinlich hofft man hier auf ein Land zu ziehen, um den Nettlesist auf der Hand zu spielen. Oder man hat es noch auf der Hand, das Land. Ja gut, wenn man noch ein Land hat, wäre es natürlich richtig schön. Hey, am besten noch ein Mox. Ja, aber ich glaube, hier wurden die Dinge zu hoch gewertet. Die Disenchant, die hätte ich wahrscheinlich gar nicht reingebordet. Ja, da ist noch ein Etherswarm, aber da hätte ich lieber den alten Etherswarm behalten. Ja. Der hätte nämlich angreifen können. Er hat mal jetzt insgesamt schon 4 Schaden liegen lassen. Ja, der wäre eh gepunished und worden. Nee. Doch. Diese Runde nicht. Doch. Ach stimmt, der hat es noch auf der Hand. Ah. Yes. Und somit hat man jetzt beide verloren. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite geht man hier jetzt auch mit dem Dredge halt ganz langsam in Richtung Marit-Lage. Ja, man versucht jetzt einfach irgendwann mal zu gewinnen. Macht Lance halt ganz gerne. Lange probieren zu gewinnen. Vor allem lange. Wichtig ist, dass es lange geht. So, was haben wir jetzt? Eine Thespian Stage. Was ist Ghost Quarter ist das andere, ne? Das würde ich hier nicht zünden. Dafür hat das zu viel Blast, sondern natürlich auch richtig cool. Gerade für 2 ganz wichtig in das Deck. Ja, stimmt. Damit kriegst du den ganzen Arsch voll weg. Yes. Aber gut, hier gehst du jetzt ins Wasteland. Wasteland ist das Weiße. Ja, dann hat man komplett weg von Weiß. Was kann der mit Weiß viel machen? Nicht viel. Disenchant hast du halt gerade schon angesprochen. Swords, Kleinboots. Blau ist schon wichtiger. Auf der anderen Seite hat man jetzt zum Beispiel auch das Problem, man kann den Thought-Monitor von der Hand nicht mehr spielen, weil man halt runter auf 3 Artefakte ist. Und der somit 4 Mana kostet. Der kostet 7, stimmt. 7, ja. Deshalb, also... Da ist eine Menge Unglück dabei gekommen, sag ich mal. Ja, das sind halt so kleine Fehler, die dort decken. Ja, plus man zieht halt auch keine Länder. Nee. Letzte Runde kein Landdrop, diese Runde kein Landdrop. Und da ist die weiße Kreatur. Ärgerlich. Quatsch. Ärgerlich und so kommt Lance halt auch langsam overhead. Ja. Ja. Dredge. 2, 3. Da hat man sogar noch die Steppe. Ja. Dann kann man sogar noch im End of Turn dredgen. Yes. Und vor allem auch einfach Karten ziehen, wenn man es braucht. Gut. Genau. Da holt man sich wieder Wasteland. Das man nimmt hier ganz langsam dem Gegner halt alle Ressourcen weg. Das ist halt dann die Frage, wenn du die Steppe benutzt, benutzt du die in der Endstep zum Dredgen oder zum Ziehen? Das kommt auf das Matchup drauf an, glaube ich. Und auf das, was du vorhast. Aktuell würdest du sie zum Dredgen benutzen, aus dem Grund heraus, dass du 2 Laffende Loam hast. Und du doppelt durch dein Deck schnell durch musst, weil du musst ja im Endeffekt nur noch Marit-Lage finden. Stimmt auch wieder. Du brauchst nur noch Marit-Lage und hast gewonnen. Ja, und Crop Rotation from the top zu ziehen ist halt ziemlich unwahrscheinlich. Ja, also die Frage, bezahlt man die? Ich würde sie ja wahrscheinlich schon gefühlt schon nicht mehr bezahlen. Du brauchst dem und heraus, weil sie eh gemaced wird. Da kommt da ist ein Arcbound Ravager noch gekommen. Ich glaube, jetzt kann man schon anfangen zu discarden. Ja, man hat aber keine Hand. Ja, genau, das ist Disenchant weg. Das ist Disenchant. Ja, Angriff Mace.
Dann geht man den Tindredge. Okay. Da war jetzt immer noch kein Machlage bei. Also das ist schon bitter. Dann hast du Wasteland. Wasteland klärt das Board komplett. Hier nimmt man auch nur noch ein Land. Das ist purer Disrespect. Nur noch ein Land, Wasteland. Jo. Go. Ich glaube, es geht auch darum, dass man das discarden muss. Ja, das stimmt auch. Ja. Und jetzt hast du ein Leerrot. Was ist die andere Handkarte? Ja. Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ich weiß es gerade auch nicht. Ein Leben für Punching Fire. Da passiert noch mal was. Ja, mehr oder weniger. Ich glaube, jetzt geht es auch nur noch darum, wer zuerst, also wann er den Marit-Lage bekommt, weil, to be honest, ja, da kommst du nicht mehr raus. Nee. Jetzt wird wahrscheinlich noch das Enchantment fehlt. Ja, stimmt. Aber warum macht man das nach dem Landdrop? Weil. Ja, hier ist man halt einfach super siegersicher, weil ich wüsste jetzt auch nicht, was OW Affinity hier noch tun sollte, um irgendwie aus dem Spiel rauszukommen. Das ist Schlachtendilemma, so ist es, nicht Schweigendilemma. Ja. Das kann man halt auch schon einfach. Blastzone, kommt eine Marke rein, Trigger. Da kommt dann, die wird exiled und du kannst die spielen, ne? Ach du Kacke. Ja, und am Ende des Zuges wird die dann in den Friedhof gelegt, wenn du es nicht spielst. Ja, und macht Schaden. Jetzt ist aber die Frage, du zwackst dir dann 2 Mana. Ja, ist aber vollkommen okay, der Gegner macht einfach nichts mehr. Das Disenchant hat er nämlich weggeworfen. Ja, und dann müsst ihr 2 Basic Lands haben und der Gegner hat einen Port und einen Ghost Quarter. Richtig. Also es müssen genau 2 Ebenen hintereinander sein, sonst passiert nämlich gar nichts. Ja, das ist das nächste Disenchant. Yes. Das ich glaube, die hat man einfach reingenommen, weil man am Anfang so impressed war von den... ist ja auch voll okay. Also wenn man jetzt gerade sieht, dass die halt auch einen Nilrod spielt, dann würde ich die halt auch reinnehmen. Ja, ja. Ja, da ist das Dark Doof. Dark Doof. Spielt Dark Doof. Liegt das Dark Doof. Die Festland Sage liegt auch schon. Hat man das... Man hat keine 3 Mana. Oh. Ja. Geht das Ganze jetzt noch eine Runde länger? Ja, aber das ist over. Das ist over. Nur keine Concession. Das ist halt der Disrespect. Yep. Ja, in das Tool ist 1 Damage. Und ja. Ich bin mal gespannt, ob es noch Leute gibt, die bis hierhin zugeguckt haben und die schon gesagt haben, nee, das tue ich mir nicht an, lange aufvergehen. Du musst Geschwalle angucken. Ja, auf jeden Fall, vor allem Geschwalle angucken. Ja, Mox macht halt nichts ohne Metalcraft und ja. Jo, das ist jetzt halt ein 0-0er. Yes. Ja, da brauchen wir auch gar nicht mehr groß zu überlegen als Landspieler. Da liegt mal maximal noch die Steppe oder so. Jetzt wird er. Nee. Mach doch nichts. Einfach ein Land. Ja, go, Land irgendwas abwerfen, go. Ist egal was. Genau, und dann einfach 20-20 legen. Ja, da ist noch Mox. Schlimmste, was jetzt passieren hätte können, ist, dass man von oben nicht das Karakas kriegt. Ja, aber selbst dann wäre nee, dann wär noch eine Runde länger gedauert. Stimmt, also für den, da hätte ich mir, glaube ich, als Affinity-Spieler noch überlegt, ob ich überhaupt spiele. Ja, ich nicht. Ja, wie gesagt, 2-0 für Lands, das war ein Ding. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.